Ich habe mit meinen Schwestern geredet. Zwei Schwestern? Zelda, ist jemand oben? Hä? Wo? Wo ist jemand? Eintrag 1. Mein Name ist Melos. Ich bin ich bin Magier des Ordens des Lichts. In der Arbeit der Erneuerung bin nur los und wach verbannt. Die dunklen Helden, nicht derzeit für uns wert. Kämpfen wir groß, die Krieger der Nacht. Kämpfen gegen das Böse. Unter der Erde, in dunklen Miede. Auf der Suche nach Diamanten und Gold. Wir schmieden unsere Waffen, die wir verdienen. Mutige Abenteuer, die niemand jemals erzählt. Wir sind die Erbauer, die Schöpfer des Glücks. Und die Monster verschwinden vor unseren Augen. Die Illuminaten werden wir sie uns aufzuhalten. Kein Glück, wir sind stark zusammen. Wir sind die Helden von Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Banish, der 5. Folge. Und ja, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, wo ich, Drang und Noro uns aufgeteilt haben, um uns zu stärken, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie ich es anstellen soll. Machen wir das mal so. Habe ich letztens erstmal beschlossen, erstmal zu den fliegenden Inseln zu gehen, ob vielleicht da noch ein bisschen Loot ist, ne? Loot kann ja nicht schaden, Loot ist super. Und warum kam jetzt wie Gravel die Scheiße runter, Alter? Was soll das? Kann ich das abbauen? Ich kann das abbauen, let's go. Oh, ich hab Eisen. Och, geil. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die Goldklumpen brauche, aber... Oh, ist das geil. Ein Buch? Naja. Was ist das? Eine Kette? Das ist wirklich so eine Art Kettending. Boah. XP-Bottles. Eine ganze Menge Eisen. Holy shit. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Anscheinend ist der Drache nicht mehr zu Hause oder er ist tot. Eins von beiden. Hier haben wir noch ein bisschen, ne? Was war das? Habe ich hier noch? Hier haben wir... Alter, wie viel Obsidian! Was kann man daraus... Manuskript. Was kann man denn damit machen? Okay, hier gibt es eine ganze Menge davon. Hey, wo waren denn die anderen? Ich weiß hundertprozentig, dass hier noch irgendwo eine Truhe war, wo noch mal... Ah, hier. Habe ich auch noch Holz? Ne, ich habe nicht mal Holz, Alter. Ich brauche ein Crafting-Table dafür. Das ist bodenlos. Was soll das? Ach, komm, nehmen wir jetzt einfach... Warum habe ich jetzt schon wieder ein Setzling, Alter? Wann merke ich überhaupt was, wenn ich was ins Inventar bekomme? Oh Mann. Hier haben wir Schwarzholz. So, zack. Schön Crafting Table. Machen wir das jetzt mal so. Ich hatte nämlich heute vor. Ich weiß zwar nicht, wozu ich das brauche. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Mhm. Ein Buch und zwei. Okay. Ja, komm. Nehmen wir das Buch mit. Nehmen wir uns nochmal hier das Holz. So. Das Holz nochmal so. Zwei so. Und das Buch oben drauf. Einfach mal, damit ich es hab. Einfach mal, damit hat. Was ist das? Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal nach da oben. Also auf jeden Fall ist der Tresor nicht mehr zugegangen. Wahrscheinlich, weil der Inhalt jetzt fehlt. Seid ihr aggressiv? Nö. Aber auch kein Loot. Also hier ist schon was, aber das ist so unnütz.
Aber das ist jetzt auch eigentlich Wither-Effekt, vollständige Immunität gegen Wither-Effekt. Eigentlich ist das vollständige Immunität gegen Frostbrit. Eigentlich bräuchte ich das nochmal in Elektroalter, dann bin ich komplett immun gegen diesen Scheißdrachen. Ja komm. Kann man daraus was machen? Nee. Kaninchen-Ragout. Kann ich immer noch gebrauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gebrauchen kann. Ich werde es wahrscheinlich erstmal irgendwo unterbringen. Obsidian. Naja. Auf jeden Fall, diese Magiekristalle brauche ich nicht. Erfahrungspunkte kann ich mir gleich mal einfach ein bisschen einflößen. So, zack. So. Habe ich ein bisschen Erfahrung. Ja komm, Obsidian, komm. Packen wir das da rein. So, nochmal das Ding da rein. Machen wir das hier so. Das Pult behalten wir. Also die Sachen, die ich behalten möchte. Da haben wir nochmal. Da haben wir noch dunklen Kristall. Kann ich das eigentlich abbauen? Ich bin mir da nicht so sicher. Also das wird so einfach nichts. So einfach wird das gerade nichts. Gibt es hier vielleicht irgendwie außen was? Kann man... Oh, das kann man einfach hier abbauen. Und das da hinten sieht ganz gut aus. Warte mal. Das wird definitiv nicht klappen. Jo, ich hab's gewusst. Ich habe mein Crafting Table schon wieder vergessen. So. Also, ne? Ich war jetzt ganz kurz nochmal da mein Crafting Table holen, nochmal Holz holen. Also das Holz hier. Für die Sticks. Werde jetzt nämlich mir gleich mit dem Eisen. Ich habe ja 33 Stück. What the hell? Kann ich mir erstmal eine schöne Eisenspitzhacke machen. Fangen wir jetzt ja. Ja, komm, machen wir es so. Ups. Drachennest getting in, Alter. Nein. Boah, Junge. Geht das? Let's go. Jetzt fehlt mir nur noch Licht. Mystik. Was fehlt noch? Eigentlich nur noch Licht und Mystik. Dann hätte ich nämlich 7. Zack. So, gibt es hier noch irgendwie was? Also, das will ich hier nicht. Ich habe ehrlich gesagt. Da ist die Kiste. Jo, was ist denn da drin? Voll die Cheater-Kiste. Scheiße, ich habe nicht mal so viel Platz. Nein. Hä? Bin ich dumm? Ich habe doch einen Rucksack auf dem Rücken. Und ich setze. Mir fällt jetzt erst ein, weil ich den einen anderen Rucksack gesehen habe, dass ich einen scheiß Rucksack auf dem Rücken habe. Ja, wir sehen uns denn beim anderen Dorf wieder. So. Dann wollen wir jetzt mal schnell mal. So, zack, 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 zack. Also wir haben hier, also im verlassenen Dorf ist irgendwie, ja, hier ist so eine Art Mine, wo Dragon drin war. Und hier war, da ist schon wieder so ein komischer Geist, genau. Da ist auch nochmal so einer. Und hier haben wir noch so ein anderes Loch. Aber da ist gar nichts. Da geht weder ein Gang oder so durch. Ich würde dann... Ach, ihr Geister geht mir auf den Sack. Alter, meine Rüstung ist fast hinüber, ey. Nee. Doch, jetzt geht er auf mich so. Ja, ich würde sagen, einfach mal diesen Minenschacht. Aber ich weiß nicht, also, wie heißt es nochmal im Buch? Ein Wald, ein Dorf, ein Haus. Wo diese Dinge in Einklang zu finden sind, schaue dort nach, wo das Loch des Reichtums ist. Der Eingang sagt dir die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob man mit dem Eingang das hier meint. Vielleicht findet man ja hier. Also ich habe jetzt nicht nur vor, hier das alles abzubauen. Nein. Das kann man alle überhaupt nicht gebrauchen. Nein. Doch. Also,
Bock, das abzubauen, habe ich schon. Und ein bisschen Eisen kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Besonders, weil, ja, dass man hier auch ein bisschen sich selbst was aufbauen kann und sich ein bisschen was selbst zusammen craften kann. Aber bis jetzt habe ich hier nichts. Also es muss schon was Offensichtliches, also so nicht Offensichtliches, aber sowas schon sein, was... Sieht, wenn ich was... Nee, das passiert ja auch nichts. Warte mal, da ist ein Loch. Das ist eine Kiste. Blitznetz? Meister? Ice Storm? Ein Feuerzauber, den ich jetzt nicht aussprechen kann? Und ein Erdzauber? LOL. Das ist diese, das sind wahrscheinlich diese Meisterzauber, die ich so, Ja, okay, hier gibt's nichts weit Neues. Och, Junge. Alter, ich bin in Jump'n'Run so ein Noob. Selbst die Noobs sind besser als ich. So. Zack. Komm schon, normalerweise... Aua! Okay. Jetzt haben wir die Zauber. Die lagern wir doch mal glatt mal ein, ne? So, zack. Zack. Und zack. Ja. Also so eine Magieblume kann man immer gut gebrauchen. Oh, Scheiße. Das meine ich. Ach, du leck mich. Du Krebsgeschwür. Ich könnte auch natürlich versuchen, darunter. Aber dann komme ich bestimmt nicht mehr raus. Ja. Ich hätte Baublöcke, aber das sieht dann immer echt scheiße aus. Na, guten Morgen. Gibt's ja auch noch ein bisschen Loot. Also ich kann hier nicht reingreifen. Hier ist noch ein Toter. Also das Dorf hatten wir eigentlich schon durchgeradet, ne? Ja, also das würde ich sagen jetzt. Hier sind so viele Gräber, Alter, ohne Witz. Echt schon unheimlich. Alter, was wohl hier passiert ist? Ach, ich hab vergessen, dass ich hier sogar selbst das alles gelootet habe. Wieder hinten. Ganz weird. Ja... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt mit diesen Kackbüchern machen soll, ganz ehrlich. Soll ich sie irgendwo hinbringen oder so? Ich habe doch keine Ahnung. Na, vielleicht könnte ich mich bei diesem einen anderen verlassenen Dorf jetzt endlich mal um dieses... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, hatte ich hier nicht... Da ist ein Mordbook. Genau. Genau hier rein. Lieber die Tür schließen. Ach stimmt, hier war ja nicht wirklich mehr eine Tür. Ist hier jemand? Ja, schwarze Loch würde ich aber nicht machen. Ist ja komplett leer hier. Moment, dann könnte ich mich doch hier einrichten. Einfach mal die Basis der Bösen klauen, Alter. Ich meine, warte mal, kann man auch von innen abschließen? Das wäre jetzt wichtig für mich zu wissen. Jo, kann man. Jo, das ist wichtig. Jo. Leute, erstmal die Basis der Bösen klauen. Let's go. Ja, das wird dann sozusagen jetzt meine Basis, ne? Hier könnte ich mich doch eigentlich auch ganz gut einnisten, ne? Vor allen Dingen habe ich jetzt so Glück mit Steinen. Zack, das Eisen rein. Also mir fehlt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Mir fehlt jetzt nur noch Mystik und dann könnte ich...
Dann könnte ich dem Dämon, der in mir haust und mit dem ich einen Vertrag machen möchte, könnte ich dann endlich den Vertrag schließen, weil der meinte, ich soll ihn die Kristalle, also die wahrscheinlich auch Kristallblöcke gemeint, von diesen Dingern hingeben, ne? Also würde ich jetzt sagen, die Roben, naja, die würde ich jetzt erstmal noch behalten. Ich habe auch noch auf dem Weg zu dem komplett verlassenen Dorf, habe ich ja auch, war das so? Jo. Wie sieht das aus? Warte mal. Wäre jetzt richtig. Jo. Was ist das denn? Ja, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft. Banish. Wenn euch was gefallen hat, lasst mal einen fetten Daumen hoch da. Seid abonniert meines Kanals. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind Dragon und Noro verlinkt. Und ja. Haut da rein und schau, Leute. Unterhalten.